Affinity. Es reißt nicht ab. 2022, wir drehen heute am 13. Januar in Rottweil. Das liegt in Deutschland, so viel kann man sagen, in Schwabenland. Und ich zeig's mal, das ist der 2000, du musst ihn irgendwie hinter eine weiße Hintergrund mal halten. Es ist nämlich der Affinity Award 2021 Dealer of the Year hat bekommen. Caravan Live in Rottweil. Wir sind heute da, denn die Geschäftsführung von Affinity ist nämlich da. Hat den neuen Duo gezeigt, wo wir ein Video gemacht haben. Und Peter, du bist stolz, wie praktisch Harry Hirsch, als ihn bekommen hat. Das hast du es gewusst? Ja, ganz kurz vorher. Und wir sind natürlich stolz, dass sie gleich zu uns gefahren sind und wir das Auto gemeinsam mit ihnen demonstrieren konnten. Ja, Affinity, ein neuer Stern am Himmel, gehört zu Kabe mit, muss man sagen. Es ist eine Koproduktion und genau. Das Ganze wird gemacht von einem ganz stolzen Polen, dem Jaschek. Der ist hier, du hast ihn kennengelernt. Er hat was auf die Beine gestellt, nämlich die Neuerfindung des Kastenwagens. Ja, es ist einfach ein cooler Typ, gute Ideen. Es macht richtig Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten. Ja, vor circa, ich überlege gerade, wie alt ist dein Sohn? Der Milian, ja. 25. Also vor 26 Jahren hast du dir wahrscheinlich geplant, gesagt, hey, ich will noch einen Sohn haben. Und da ist er bei rausgekommen, der Milian. Genau, ja, tolles Prachtstück. Hallo Milian, wenn du mal gerade einen Schritt zu mir kommst, ja wegen der Sonne. Du bist jetzt 25, du bist eigentlich groß geworden, Automobilverkauf, so muss man sagen, ja, aber richtig. Bist jetzt in der Campingbranche. Ist das gut? Absolut, mega geil, war die richtige Entscheidung auf jeden Fall, weil es einfach nochmal, es ist nochmal deutlich vielfältiger wie der Pkw-Bereich und ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich umgeswitcht bin, aber das war die richtige Entscheidung, macht mega Fun. So, wir werden gleich noch ein bisschen Carrado mit dir drehen, Das ist so, denn ich fahre noch zum Freistart, aber ihr habt schon lange Carrado? Ja, Carrado haben wir jetzt circa seit 3, 3,5 Jahren, ja, genau. Das machst du dann mit mir. Richtig. Vielen Dank erstmal, Milian, gerne, und gerne. Ja, Familienbetrieb, die Frau ist auch mit drin und bis gleich, Milian. Bis gleich. Ich schicke ihn mal weg. Guckst mal, wo die Mama ist, gell? Ja, es ist ein richtiger Familienbetrieb. Ich habe gehört, die Oma hat sogar Kartoffelsalat gemacht für die Kunden. Richtig, genau. Ist ja gut. Perfekt, wenn es von der Oma kommt, gell? Aber meine zwei Töchter hast du noch nicht gesehen, gell? Nee, sind die auch hier im Betrieb? Nee, leider nicht. Ja. Die eine studiert in Stuttgart und die andere arbeitet in Stuttgart. So, jetzt geht es ja hier ums Produkt, leider. Ich kann ja stundenlang über das Thema Schwaben. Sind die Schwaben eigentlich so sparsam, wie man sagt? Ja, kann man schon sagen. Also, du hast ja hier mega investiert, aber das ist Investition in Qualität, oder wie? Ja, das muss man schon sagen. Das ist ja auch schon 17 Jahre alt. Sieht aus wie neu. Genau, das ist, hängt auch mit der Pflege zusammen. Ja, ist so. Das heißt, die ganzen Fensterelemente. Aber da reden wir nicht über 100.000 Euro, die reingestoßen sind, oder? Nein, das war so 3,5 Millionen Projekt. Also mit dem Inventar, mit der Lackiererei, mit der Karosserie. Aber du hast damals, als du hier das gebaut hast, weil das hat eine unglaublich hohe Deckenhöhe, natürlich optimal für Reisemobile, oder? Vielleicht haben wir da schon dran gedacht, gell? Ja. Oder geträumt. So, jetzt bist du seit 5 Jahren in Reisemobilen, aber sowas wie Affinity, das hast du noch nie erlebt, denn 2021 speziell, hast du mir erzählt, war die Nachfrage eh schon immer ganz groß, aber als mein Video rauskam, hast du das gemerkt hier im Laden? Ja, man hat schon gemerkt, klar. Also das explodiert, das ist der Wahnsinn. So, wir kriegen einen Affinity, so viel kann ich sagen. Ob es ein 3- oder 4-Schläfer wird, das werden wir heute oder morgen nochmal festlegen. Ich tendiere zum 3-Schläfer, denn die Autos kann man unter 3,5 Tonnen bauen, wenn man sich ein bisschen zusammenreißt. Denn es wird eng, die Luft, aber es geht. Ja, man muss es schon genau ausrechnen. Aber wenn eine Familie zu viert fährt und die Kinder schon, sagen wir mal, etwas größer sind, dann wird man nicht drum herum kommen, das Auto aufzulasten. Ja, so ist es. Man kann es auflasten auf Papier. 4,1? 4,25 Tonnen. Geht direkt. Ja. Ohne. Das heißt, das Fahrgestell ist ein 4,25, ist ein Maxi-Chassis? Also es ist schon ein Maxi-Chassis und wir machen meistens entweder hinten noch eine Zusatzfeder oder viele gehen auf die Luftfederung, weil dann das Fahren nochmals angenehmer wird. Muss ich die Zusatzfeder einbauen für die Auflastung oder geht das direkt per Papier auch? Bis jetzt geht es nur mit dieser Zusatzluftfederung oder mit der Zusatzfeder. So, wir haben also eine Komplettausstattung, das heißt, die Felge ist dabei? Na, die ist da jetzt nicht dabei. Das ist ein spezielles ORC-Rad, 18 Zoll. Beim Fiat müssen wir vorne noch eine Verbreiterung anbringen, dass auch saubere Radabdeckung geschaffen wird. Aber hinten hat der TÜV, oder? Ja, das ist selbstverständlich. Ja. Klar, wir machen nichts ohne TÜV. Aber das Auto fährt nochmal ganz anders, weil du fährst mit einem anderen Luftdruck. Das fährt sich wie ein Pkw, das Auto.
fährt sich eh. Das heißt, wir haben ja den neuen Fiat Ducato 8 hier. Der fährt sich schon mal ganz anders wie der 7er, viel leiser. Andere Lenkungen mit drin, andere Assistenzsysteme mit drin. Das Dashboard-Feeling ist jetzt nicht mehr so, ich sag mal, Deutsche Post AG, oder? Ja, also nicht kastenwagenmäßig, sagen wir mal so. Gell? Oder Transporter, sagt man ja. Transporter, denn viele nutzen das ja. Ja, mal schauen. Vielleicht gibt es ja noch mehr Neuerungen demnächst von Affinity, aber was man sieht, da ist alles komplett geändert worden. Bedeutet, wir haben einen super Hochdach, was noch mal ein bisschen höher wird. Ja. Dann hast du diese Verbreiterungen, die gar nicht so, ich sag mal, deutlich zu sehen sind, weil sie schwarz abgehoben sind und schwarz trägt ja nicht so auf. Aber nach hinten schafft das ungefähr gute 8 cm. Schätze ich mal, die es breiter ist. Und jetzt sagt man, naja, 8 cm, aber auf beiden Seiten macht 16. So, das heißt, 16 cm ist eine Welt. Das bringt Ihnen richtig viel Zusatzmöglichkeiten, was den Stauraum und die Bettgröße betrifft. Affinity, das Ganze eine Co-Produktion mit Kabel, wir haben es eben ja schon erwähnt. Hier sieht man, das ist ein Gaussen-Gasanschluss, der drin ist. Das Auto steht hier auf Diesel, nehme ich an, oder auf Gas? Das ist ein Gas. Dieses Auto bekommt jetzt noch einen Flüssiggastank, also einen Unterflur. Das geht? Das geht, ja. Also wo du dann von außen befüllst an der Tankstelle, wie du vorne Diesel, machst hinten das Flüssiggas rein. Preis, was kostet was? Komplett 2.500 Euro, aber mit einem großen Tank. Also das ist dann ein 30-Liter-Tank, das sind ungefähr 3 Gasflaschen. 3 Gasflaschen, ja. So, das bedeutet, kommst weit. Kommst weit, also plus die eine Gasflasche, die ja noch drin ist, würdest du die drin lassen? Nein, die kommt weg und da kommt dann in diesen Platz kommt dann Stauraum, da kommen Fächer rein, wo ich dann nochmal was reintun kann. Könnte ich die noch behalten, die Gasflasche, wenn ich wollte? Ja, klar. So, das heißt, man könnte einen Umschalter reinmachen, wenn einer sagt, ich fahre zum Beispiel auf dem Campingplatz, steht da fest, genau. Das könnte ja passieren, das würde gehen. Das würde gehen, so. Genauso wie du hier den Zusatz Außengasanschluss hast für den Grill. Okay. Okay, der ist jetzt auch mit drin. Ja. Das ist die Befüllung. Warte, ich zeig mal gerade was. Hier vorne hast du die Wasserbefüllung. Komm, wir bleiben mal ganz kurz hier. Ist die Wasserbefüllung hier? So, das mal sehen. Da haben wir die Seite nämlich schon abgefrühstückt. Genau. Und ich wollte, das ist der ganz normale Ausgang von der Gasheizung. Eine 4er? Der Auspuff. Der 4E. Eine 4E. Das heißt, Elektrokartusche ist drin. Ja. So, da kannst du, glaube ich, 2 kW oder was macht die? Ja, bis zu? Die macht bis zu 2 kW. Was ich jetzt noch andeuten wollte, du hast ja vorher gesagt, vorne ist das andere Teil, wo das Auto quasi hier aufgeschnitten wird, hier bis da. Ja. Aber hinten lassen wir alles gleich. Das heißt, ich kann hier auch Trägersysteme montieren. Weil wir hatten ja, wenn einer Surfer, 3 Surfbretter drauf, kannst du alles oben drauf werfen. Das ist das Standarddach. Links und rechts habe ich das Standarddach. Das ist das Standarddach. Das ist nur in der Mitte anders. Das ist ab hier bleibt es ganz normal. Das heißt, du könntest an 1, 2, 3, 5 Punkten kannst du Querträger anbringen oder das Schienensystem von Thule oder Fiat. So, jetzt sieht man hier, dieser Aufbau sieht nicht nur schick aus, sondern der hat einen riesen Vorteil. Es fühlt sich innen an wie ein voll integriertes Fahrzeug, weil du keine Änderung hast der Breite von vorne nach hinten. Genau. Das ist durchgehend. Das ist durchgehend. Das sehen wir dann nachher, wenn wir reinkommen, wie schön das Raumgefühl ist. So, das Besondere ist, wir haben ja jetzt schon einige gedreht, die sind eigentlich sehr ähnlich, aber der Unterschied hier ist jetzt, wir haben ein echtes 4-Personen-Auto. Das bedeutet, hier kannst du mit Auflastung echt mit 4 Personen fahren, also 4,25 heißt, du hast eine realistische Zuladung von 809 Kilo mit ein paar Extras schon drin. Genau, auf alle Fälle. So, dann kannst du ziehen mit dem Auto, das hier hat 160 PS. Ihr habt immer Vollausstattung. Das heißt also, das Auto kommt mit Extras, wo du bei anderen richtig zahlen musst. Ist alles Standard. Rückfahrkamera. Rückfahrkamera ist Standard. Und, großes Navi, Original Fiat. Original Fiat Radio mit Navi. Fast 10,2 Zoll. Radio, das ist ein richtiges Entertainment-System, was da drin ist. Kann man sagen, also ist fast schon untertrieben. Ja. Zumal ja die Leute auch Spotify und alles damit machen, das geht. Man kann aber kein Fernsehen gucken mit, oder? Doch. Kann natürlich, auch. Ja. Das heißt, hat einen Anschluss und da kannst du das vorne nutzen? Ja, geht. Genau. So, aber nur im Stand, nehme ich an. Sollte man nur. So, ich zeig mal was. Das Ganze kommt mit der Ausstattung. Das heißt also mit den Buchstaben, mit denen wir hier steht, da habt ihr nichts gepimpt oder so? Nee, gar nichts. Mach mal auf, bitte. So. So, jetzt kann man die Türen komplett öffnen. Da hast du mir erzählt, das ist auch nicht Standard bei Kastenwagen, denn oft hast du ein Fenster, was stört. Richtig. Und hier kann ich komplett öffnen. Ich habe Vorteile
beim Beladen. So, kannst du den Raum komplett nutzen jetzt hier? Du kommst einfach besser hin. Machen wir hier mal das Licht an. Da haben wir jetzt nur die Vorrichtung drin von Wechselrichter. Mache ich aber bei jedem Lagerwagen, weil dann habe ich es nachher leichter, den Wechselrichter zu montieren, wenn die Kabel schon liegen. Das ist unser Vorführauto, mit dem wir jetzt unterwegs sind. Ich möchte jetzt mit dem Skifahren gehen. Deshalb habe ich sicherheitshalber auch mal noch Schneeketten mitgenommen. Da habe ich jetzt, wie gesagt, eine Gasflasche drin. Aber da kommt jetzt diese nächste Woche. In Freiburg wird es montiert von Asttechnik, eine Unterflur-Flüssiggasanlage. Da muss ich mal hinfahren, so Asttechnik. Sind die gut? Die sind sehr gut. Asttechnik macht ja auch das Softclose. Ja, das ist der Hersteller von Andreas Schleicher, guter Freund von mir. Und die machen einen richtig guten Job. Die machen jetzt auch ganz neu. Das stellen er, glaube ich, in München vor, das Softclose auf für die hinteren Türen. Für die Flügeltüren. Ich zeig das mal. Das da oben ist fest, denn dahinter auf der rechten Seite, da ist die Dusche. Da haben wir jetzt quasi das Bett hochgestellt, diese Sitzposition oder Fernseherposition, Lesefunktion. Da haben wir jetzt mal einen anderen Vorhang. Ich habe ja vorher gesagt, wir bieten den Vorhang an von Affini, der geht bis hierher. Aber wir haben immer wieder Leute, die wollen einfach zu haben, komplett, auch nach unten. Und ich kann den hin und her schieben. Und kann ich hier jetzt auch ohne Probleme die Toilette entnehmen. Da ist eine kleine Kederschiene drin, da laufen die Standard-Haken drin, die man von den Gardinen hat. Genau. Die kannst du reinmachen. Qualität, haben wir uns wirklich in anderen Videos unterhalten, ist, ich sag mal, du hast natürlich Marken wie Carrado, die auch sehr gut sind, muss man sagen, aber das hier ist Manufakturqualität, oder? Ja. Das ist eine kleine Firma, die haben 50 Mitarbeiter. Das, wirklich, die haben kein Fließband, muss man sagen. Das heißt, das geht von einer Station in die andere. Ja. Da wird das von Hand dann jeweils ausgebaut. Das Ganze geschieht in Polen, in der Nähe, unweit von Warschau. Ja. Und du warst schon ein paar Mal da. Also ich sag mal, viele bauen ja mittlerweile nicht mehr in Deutschland. Geht gar nicht mehr. Lohnkosten, Verfügbarkeit von Arbeitskräften. Du weißt das hier in Schwaben. Versuch mal jemanden zu finden. Da haben die Deutschen zu kämpfen, oder? Ja, das sehen wir auch bei uns in der Werkstatt oder egal was, also auch kein Nachwuchs kommt, gell? Du kannst Stellen ausschreiben, bewirbt sich im Moment gar niemand, leider. So, vor Anheben des Bettes, das Kopfteil absenken, das hat nämlich einen Grund. Dieses steht nicht nur so einfach drin, das ist verriegelt. Das heißt, du würdest das Bett gefährden, wenn du es jetzt hochziehen würdest. Und deshalb mache ich eigentlich gern, auch jetzt bei diesem Auto, wenn das Auto steht in der Ausstellungshalle, mache ich das Schloss. Oder ich mache es halt nicht, ich tue es nicht aktiv machen, weil wenn du jetzt das Bett hochlässt, dann kann sich das hier verkanten und dann kann es kaputt gehen. Der Motor ist nämlich sehr stark. Man sollte auch nicht drauf liegen, aber die Bettauflagen, die können drauf bleiben, oder? Ja, natürlich. So. Dann fahr mal bitte das Bett runter innen und fahr es mal hoch. Kannst ruhig von innen machen. Ich schiebe mal den Vorhang zur Seite. Dann sieht man es nämlich, denn es gibt was ganz Besonderes. Auch die Vierschläfer-Variante hat die Möglichkeit, ein riesengroßes E-Bike einzulagern oder sogar einen Roller. Wobei, ich würde ein E-Bike nehmen oder ein Elektrofahrrad. Jetzt können wir es nehmen. Und jetzt fährt er mal das Teil runter. Das Ganze werden wir euch nochmal innen zeigen, wie die Lounge-Funktion ist, dass man es gut sehen kann. Rastet ein. Es steht einmal auf Füßen vorne, das werdet ihr jetzt sehen. Bitte mal hochfahren. Jetzt geht es wie von Geisterhand hier von der Rolle. Das passt genau. So, jetzt fährt's hoch und da sind Füße, zwei Stück. Das sieht man hier, eins und zwei. Und jetzt kann man sogar oben schlafen. Du empfiehlst aber, die Seite zu wechseln. Das heißt also nicht mit dem Kopf, das werden wir gleich mal sehen, warum. Denn die Schränke kommen jetzt etwas näher und die Füße, die haben ein bisschen mehr Platz dann. Ja. So, und hier kannst du ein E-Bike reinmachen. Ja. Bitte mal hochklappen. Eigentlich zwei. Zwei. So, man kann aber noch viel mehr reinmachen. Man könnte hier Surfbretter durchladen, du könntest hier Skier reinmachen, da geht alles. Ja. Und der Platz hier, ich zeig's mal gerade, wir sind in einem 6,40 Meter Kastenwagen, bei dem ich jetzt noch oben schlafen kann. Das ist ja das Besondere. Das ist ein Novum. Ja. Und gerade wenn man hier Kitesurfer oder Skifahrer, Snowboard, da hat ja... haben wir eigene Halter, wo man hier festmachen kann, wo die Ski dann hier drunter gespannt. Drunter? Ja, das macht gerade unser Freund und Kollege, der Roland Kooni, hat da spezielle Halter, wo du dann dein Snowboard, dein Ski unten hinhängen kannst. Krass. Kooni zufällig, den Namensgleichheit? Nein,
Kuoni. Kuoni. Ronen Kuoni, Firma Wumbo. Ach der, ja, richtig, ja, genau. Das ist der Affinity-Händler in der Schweiz, der ja. da ist. Da ist übrigens die Markise. Und jetzt kann man mal zeigen, den Elektroblock. Ich scheuche dich mal hier durchs Auto. Kein Problem. Da haben wir einmal Solar haben wir drauf. Solar haben wir die auch. Die sehr leicht ist. 6 Kilo nur ja. liegt die Solaranlage. Und du sagst, die hält. Mhm. Elektroblock aus Italien, werden wir gleich mal sehen. Ein Hammer-Bedienteil vorne. 230 Volt, Schaltkasten. Und das ist die Vorbereitung. Das heißt, du hast hier Wechselrichter. Eingang, da brauchst du nur ein dünnes Kabel, aber der Ausgang, da kommt ja richtig Strom raus, also da brauchst du ein dickes Kabel und das liegt schon. Das liegt schon, ja. Das lasse ich legen, weil sonst muss man das halbe Auto zerlegen. Also da liegt jetzt quasi das Kabel vor und die Batterie, können wir uns nachher anschauen. Und dann wird das Kabel auch nicht so lang und da brauchst du dann auch kein so dickes. Das ist so ausgelegt, dass ich bis Maximum den 1700er hin machen kann. Okay, also jetzt keinen 3 kW Büttner rein, sondern den brauchst du auch nicht, oder? Nee, den brauchen wir auch nicht. Es ist ja auch eine 200 Ampere-Stunden drin, hier in dem. Da habe ich glaube auch, ja. Ja, eine 200 Ampere-Stunden Lithium drin. Ja. Das Ganze gibt es ab Werk. 200 Ampere-Stunden ganz neu. Ja. Ich habe gesehen, Liontron war eben drin, ja. also was da ist. Ja. Dann hast du hier, ich zeige noch mal ganz kurz die Gasflasche, eben ja. haben wir sie schon gezeigt, die da ist, denn das Ganze gibt es ziehenfeste, oder? Feste ziehen. Ja, da ist nämlich noch ein kleiner Magnet. Und hier siehst du, das Ganze gibt es auch als betankbare Gasflasche ab Werk. Mhm. So, das heißt, ich kann ein LPG. Das ist eine Alugasflasche, das haben wir, draußen habe ich nur mal ein Auto stehen, da ist diese drin. So, und das heißt, die kann man von außen betanken, ja. eine Tankgasflasche und die gibt es ab Werk. Die gibt es ab Werk, gibt's genau. ab Werk. Das wird gleich eingebaut, auch der Anschluss für draußen und dann kann man wie eine, sagen wir mal, Flüssiggasanlage Unterflur, wird es an der Seite betankt, aber hast die Gasflasche hier drin. Eine Alu ist natürlich auch wieder leichter. So, jetzt komme ich mal zu dir. Hier vorne das Fach haben wir gezeigt. Hier haben wir das auch soweit fertig. Dann zeige ich nochmal die Toilettenkassette mit Außendusche. Die Außendusche ist Serie? Nein, die ist aufrecht. Optionen. Aber nur empfehlen, die sollten wir haben. Die Liste ist nicht so groß, die Optionsliste, muss man sagen. Nein, also die hat also ungefähr 20 Stellen. Das war's, aber keine 500. Das haben wir, oder wo das Projekt ganz neu war, haben wir gesagt, wir wollen keine so riesige Aufpreisliste. Hm. Und wenn du die verschiedenen Solaranlagen rausnimmst und die verschiedenen Heizungen, dann reden wir hier vielleicht von 10 Sachen, wo man noch wählen kann. So, das Bett ist wahrscheinlich alles selbst entworfen, das muss ja genau hier reinpassen. Mhm. Wir werden es gleich mal zeigen von innen. Ich komme mal, damit die Optik ein bisschen besser ist, gebe ich dir mal einen Schlüssel. Ist das Bett jetzt aktiviert? Ja. Ist aktiviert, darf ich dir den mal, dann mache ich mal die Tür zu. Und hier. So, und komm mal zu dir und jetzt sieht man, das ist ein 4-Personen-Schlafraum. Man sieht aber nur ein Bett, das ist das Besondere. Diese Stufe fährt automatisch rein und raus, wenn man zumacht. Dann habe ich hier einen doppelt beheizten durchgehenden Wärmeboden, bei dem alle Tanks im Boden liegen und auch die komplette Luftführung durch den Boden durchgeführt ist. Komplett, von vorne bis hinten, korrekt? Ja, genau. Alle Tanks sind drin? Alle Tanks sind drin. Also wir haben hier am Boden in diesem Bereich, man sieht auch hinten die Revisionsluke, da habe ich den Grauwassertank und neben Bett auf der rechten Seite ist der Frischwassertank. So, ich zeig mal, also hier, da, da ist der Grauwassertank. Da ist der Grauwassertank. Okay. So, und der Frischwassertank ist... Wenn ich diese kleine Klappe da rechts aufmache, unterm Bett. Ah, genau. Das ist so einfach. Ja. Das sind 110 Liter. Ja, das ist 110 Liter frisch und 100 Grauwasser. Krass. So, und das ist die Position. So, du hast dich eben mal hochgeschwungen. Ja. Du bist ja alter Bergsteiger. Nee, Spaß beiseite. Das geht. Du kannst jetzt aufsteigen. Mach mal bitte. Ja. Dass wir das mal zeigen. Kannst du mir mal einen Gefallen machen? Komm noch mal runter, Gart. Zieh mal gerade die Schuhe aus. Weil wir haben immer Beschwerden von Leuten, die sagen, jetzt steigt der mit den Schuhen da aufs Bett drauf. Denn ich möchte dich nämlich einmal gerne in der Position sehen, die du eben gesagt hast, nämlich mit dem Kopf in Richtung Küche.
dass wir das nur mal zeigen, weil jetzt ist das Bett ja oben. Das teure E-Bike, müsst ihr euch vorstellen, das ist jetzt hier unten drunter, gleich zwei Stück. Da habe ich jetzt für 10.000 Euro E-Bike stehen. Oh, und dann kannst du hier schlafen und das geht auch wirklich. Du bist... So, jetzt hast du auch keine Schuhe an, da gibt es auch, weißt du, jetzt kann man sehen, also jetzt bist du komplett gerade. Leg dich doch mal so hin, wie du normal schläfst. So, das wäre jetzt so. Jetzt ist das Bett ganz oben. So, okay, das heißt, du schläfst auf dem Arm, wie ich. Ja. Echt? Mhm. Da kommt jetzt nur ein kleines Kissen, so ein Kuschelkissen. Okay. Da nochmal meine Frau auf der. Nein, ich schlafe auf der Seite, Entschuldigung. Weil ich nachts öfters raus muss. Du musst raus? Auf die Toilette. Jetzt muss man sagen, das Bett oben. Alter. Perfekt ist das jetzt nicht, das Bett da ganz oben zu zweit jetzt hier drauf. Aber das werden wir gleich zeigen. Wir haben ja noch zwei weitere Schlafplätze. Richtig, genau. So, und jetzt fahren wir es mal runter. Komm mal runter, bitte. So, und dann wird man sehen, wenn du nämlich mit dem Kopf in die andere Richtung schläfst, hast du viel mehr Platz. Ja. Und dann kann die etwas kleinere Person die Ecke hier benutzen. Gut, wenn beide gleich groß sind, dann haben wir natürlich ein Problem. Ich denke, so bis 1,80 Meter geht das Bett hier, oder? 1,85 Meter. Das ist 1,92. Ja, ja, aber du weißt, wenn ich jetzt zwei Personen habe, die beide 2 Meter lang sind, da wird es eng. Ja, 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 klar. Aber da kann man vielleicht auch das eine und andere konstruieren. Da sind wir auch schon dran gewesen, dass man quasi hier etwas macht, wo du rausklappst, dass du zumindest deine Füße auflegen kannst für die ganz lange. Mhm. Weißt, das ziehst du dann raus und machst hier ein kleines Teil rein, wo bis daher geht. Ach so, der eine hat dann eine Seite länger. Ja. Das ist denn der. Jo, jetzt steig mal drauf, bitte. Jetzt ist es viel einfacher. Jetzt kannst du also einfach. Kannst du mir noch mal einen Gefallen machen? Komm noch mal runter. Sorry, ich dich hier scheuche. Wenn du jetzt mal den Po mal Richtung Bett drehst. So, und jetzt einfach mal aufsteigst. Ach so, meinst du? Ja, es gibt ja Leute, die sind nicht mehr so gelenkig wie du gerade. So, und die können einfach den Poppes fallen lassen, wie im SUV, oder? Ja. So, und jetzt hast du da hinten deinen Vorhang, kannst du zuziehen. So, und da wäre jetzt dein Kopfkissen normal als Schutz. Ja, so, und jetzt bist du komplett gerade. Ja. So, jetzt leg dich mal hin, wie du normal schläfst. Dass man mal sieht. Aber jetzt mal ganz ehrlich, lieber Peter, das ist ein großes Bett, weil die meisten geschrieben haben, das Bett ist so klein, da weiß ich ja gar nicht wohin. A, hast du deine Frau lieb, Vorname von deiner Frau? Corinna. Corinna. Genau. So, und B, könnte die Corinna ja noch vorne schlafen, das werden wir gleich mal zeigen, denn es kann ja sein, dass sie, was weiß ich, hat Schnupfen wie Sau, du hast einen Rotwein getrunken, schnarchst, genau. Was weiß ich. Nee, keine Ahnung. Oder es fahren einfach mal 3 Leute mit. Oder genau. Vier. Vier gehen auch. Vier gehen auch. Jetzt ist es ja so, viele fahren damit in den Sommerurlaub. So, das heißt, die lassen das dann umgebaut, haben ihr ganzes Leben draußen. Das heißt, die Markise draußen, die Möbel draußen stehen und so weiter. Das hier ist ein richtiger Ersatz eigentlich für ein großes Wohnmobil, oder? Ja, du hast auch richtig Platz. Und das, was ich vorher gesagt habe, wenn mal der Platz innen nicht ausreicht, dann mache ich oben einen Querträger drauf und mache oben eine Box drauf. Das geht. So. Ja, oder wir haben schon gemacht, wenn wir einen externen Fahrradträger auf der Anhängekupplung haben, haben wir schon ein ganzes Skisack hinten draufgelegt, wenn wir alles draußen haben wollten, die nassen Sachen. So, du darfst mal weiterreden. Ja. Ich habe das Mikro gelassen. Ich zeig mal gerade den ganzen Raum. Wir sind in einem 6,40 Meter Kastenwagen und Kinder, guckt euch das mal an. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Ich sehe dich fast gar nicht mehr. Ja, da hinten ist auch ein bisschen Nebel. Ja. Da können wir eine Wand dazwischen machen, wenn einer schnarcht, gell? Das ist doch die perfekte Ausnutzung von Raum, oder? So ist es. Ja. Das ist perfekt. Also ich rede jetzt hier wie Werbesprech, aber ich kenne keinen vergleichbaren Grundriss. Nein, und man wird relativ schnell begeistert sein. So, das ist die Küche übrigens, die... Irre groß ist für einen Kastenwagen, eine L-Küche. Ja, ein toller, begehbarer, also von beiden Seiten. Der Kühlschrank, jetzt ist meine Corinna da. Ich hole was zum Trinken raus. Gut, die kommt aus dem Schwabenland, die kann kochen, oder? Nein, also wenn wir mal unterwegs sind, dann wird Maximum gefrühstückt im Wohnmobil. Und dann wird sie abends ausgeführt. Ihr geht essen. Das ist ein guter Tipp. Genau. Liebe Camper, geht so viel wie möglich essen. Denn kochen können die Frauen zu Hause. Das ist so. Also nichts gegen Leute, die gern kochen. Wenn du jetzt mit mehreren Familien unterwegs bist, hast noch 10 Kinder dabei, da kannst du nicht jeden Tag essen gehen. Aber wir haben das auch, wo die Kinder klein waren. Das macht ja auch mal Spaß, wenn du ein paar Nudeln machst. Aber ansonsten, wenn wir mal Urlaub haben und wir haben wenig Urlaub im Jahr, dann ist es doch klasse, wenn man dann abends auch wohin geht. Das hält aber jung, gell? Wenn man, sag mal, was ich mich immer gefragt habe, was ist das da hinten für ein Halter? Ja, jetzt habe ich mein Handy dabei. Da kannst du Handy reinmachen. Echt? Ja, klar. Das ist ein Handyhalter. Guck, kannst du da reinmachen und oben gleich laden.
Cool. Ja? Ein Handyhalter. Ja, das ist so. Auch so eine Idee, wo wir gehabt haben. So, die Seitfenster stufenlos. Du hast aber mehrere Dachluken, die da sind. Eine Klimaanlage auf Wunsch? Ja, also wenn du Dachklima möchtest, kannst du entweder hier reinmachen oder vorne. Mhm. Also wenn einer wenig kocht, dann würde ich hier die Dachklima reinmachen und hier ein normales Fenster. Ja, gibt es mittlerweile auch als Inverter-Klimaanlage. Das heißt, die schaltet nicht jedes Mal an und aus, sondern reduziert einfach nur die Leistung. Ja. Aber Klima wird in der heutigen Zeit immer wichtiger, glaube ich. Das heißt also, du würdest aber kein Stauraum-Klimagerät nehmen. Nein. Das geht auch leider noch nicht oder gibt es nicht. Und ich habe jetzt gesehen, es gibt sogar eine mit Fenster. Mhm. Die könnte man ja dann hier drauf machen. Stimmt, die ist von Dometic und heißt... Ist ganz neu. Die heißt, ich komme jetzt nicht drauf. Aber dann würde es hier reinmachen. Und das Tolle ist, ich sage immer den Leuten, das fahr doch mal ein Jahr. Und dann schaust du mal, ob du zurechtkommst ohne, wenn nicht. Die Kabel liegen da, der Ausschnitt ist da. Ach, die liegen schon? Ja, die liegen. Das ist auch super. Weißt, ob Fernsehkabel nach oben satt, ob Solar oder gerade die Dachklima, die Kabel liegen. Ist das Solarkabel schon rausgeführt? Oder das wird dann von euch rausgeführt? Nee, das Solarkabel ist oben in der Box. Sind alle rausgeführt. Ach, die sind schon draußen? Ich brauche nichts mehr ziehen. Ah ja, du würdest das Auto ja auch kaputt machen dadurch. Das heißt, wer das nicht kann, der erzeugt einen Punkt, wo wieder Nässe reinkommt. So ist es genau. Und ich sag mal, kleben, das muss gelernt sein. Ja. Also da geht man nicht einfach so mit CK hin. Und sowieso beim Kastenwagen, du brauchst einen speziellen Adapter nochmals. Mhm. Beim Kastenwagen. Warum? Wegen Dach oben, das ist doch so wie geriffelt. Ah, ich verstehe. Das heißt, du kannst nicht auflegen. Das ist nicht glatt. Wie ein Teilintegrierter, sondern ist so art geriffelt. Liebe Corinna, wir werden jetzt mal etwas Platz schaffen. Denn es gibt ja nicht nur Leute, die so schlank sind wie du. Also jetzt nicht die Corinna meine ich jetzt, sondern es gibt auch Leute, die ein bisschen kräftiger sind. Und die brauchen jeden Zentimeter. Und wir werden jetzt mal das Bett nach hinten schieben. Denn du kannst aus diesem Bett in 0, nix ein Lounge-Bett machen, in dem du liegen kannst und zwar stufenlos. Das ist das Besondere. Und jetzt in dem Moment hast du einige Zentimeter hier geschaffen, die aber in echt wieder richtig viel ausmachen. Ja, wenn du hier stehst, oder? Jetzt haben, das dürfen wir nicht vergessen, die Klappe wieder runter. Ja. Das war nämlich das. Na, das muss ich erst später nochmal hoch machen. Komm, mach's mal hoch. Dass wir es mal sehen. Es gibt nämlich ein bisschen wie Tetris. Gibt es eine Klappe. Das heißt also, du ziehst einmal die Lounge-Funktion runter, jetzt fährst du das Bett hoch. Ich kann es gar nicht oft genug zeigen. Ein Hubbett. In einem Kastenwagen als Single-Bett, also das muss ich ja immer noch erwähnen. So, die Klappe ist unten. Hier kann ich mein E-Bike reinmachen. Das war die Klappe, die wir eben hatten. Da war der Wassertank drin. Hier hast du überall noch Ablagen. Ganz praktisch. Ja, ich habe jetzt auch. Weißt du, die Kunden kommen wirklich manchmal mit tollen Ideen oder Sachen. Und da hat mir jetzt auch wieder ein Kunde angerufen und hat gesagt, ich habe einen passgenauen Mülleimer hier rein gefunden, wo ich nach vorne wegklappe. Der da. Ja. Wo da den Platz hat hier drin. Da unten? Ja. Cool. So, jetzt schieb nochmal zurück. Zeig mal bitte, wie das funktioniert. Da ist ein kleiner Hebel. Der Hebel. Ja. Zieh ich. Und jetzt einfach nur mit dem linken Fuß dagegen drücken. Okay, das ist nicht schwer. Dass man jetzt Tonnen... Nee, brauchen wir nicht. Nee, ist ganz einfach. So, du hast Steckdosen. Du hast also einmal 12 Volt hin, wo sie hingehören, am Kopfteil. Ja. Dann hast du hier oben die Lampen drin. Du hast hier deinen Handyhalter, das haben wir gesehen. Du hast überall nochmal eine 12-Volt-Steckdose. Kann ja sein, du schläfst andersrum. Und hier ganz wichtig, die 230-Volt-Steckdose, die ist hier. Und da stelle ich meistens so eine kleine Kaffeemaschine her. So, und dass du Wechselrichter ist vorgesehen. Vorgesehen. So, da vorne kannst du dann das Modul für den Wechselrichter einbauen. So eine Fernabschaltung. Also wenn ich es nachträglich mache, tue ich dieses Modul, mache ich es hier hin. Weil mir das so aufwendig ist, nach hinten zu ziehen, das Kabel. Mhm. Guck, machen wir dann da her. Komme ich ja auch gut hin. Und hier können wir jetzt gleich nochmal gucken, ob das so ist. Ja, das sehe ich gleich hier, dass da die große Batterie drin ist. Weil wenn die kleine drin ist, sagen wir mal die 120er, die gehen nur bis daher und ist dann hier das Fach nochmal größer. Guck, so, da ist sie wieder. 200 Amperestunden Lithium mit Bluetooth von Liontron. Ja. Das ist ja wohl eine Kampfansage. In einem Kastenwagen direkt ab Werk, also ohne... Da kommen die Kabel an, vom Wechselrichter dann. Weil die liegen schon. Hier, die liegen schon, ja.
So, die kommen hinten raus, haben wir eben gesehen. Ja, genau. Sind da. So, der Doppelboden. Man kann ihn gar nicht oft genug erwähnen. Peter, machst du mal gerade die Tür zu wegen dem Licht? Dann haben wir ein bisschen besseres Licht zum Filmen. So, zeig mal gerade das Fliegengitter, wo du gerade da bist. Dann haben wir das auch schon. Das kannst du auch schließen, wenn du das Fahrzeug geschlossen hast. Fast, muss man sagen, denn da vorne ist ein Anschlag. Genau, das ist ein Anschlag. So, dann hast du hier eine Art Sideboard. Da kannst du zum Beispiel alles draufstellen, was dir wichtig ist. Mit einem großen Schrank. Da könnte man, sag mal, wenn jetzt einer käme und sagt, ich brauche aber unbedingt noch einen großen Kleiderschrank, ruhig fragen. Das heißt, ihr habt einen Schreiner, den ihr gut kennt? Ja, die können das heißt, wir auch. Also, das kriegt man hin, wenn einer sagt, brauche ich unbedingt oder da muss ein Faltrollstuhl rein oder was weiß ich. Ja, oder ich brauche noch mehr Fächler. Als wir das liefern, die uns bei Affinity liefern uns Holz und wir können das dann passgenau reinschneiden, da wo der Kunde das haben möchte. Ja, ich habe zum Beispiel, also ich nehme immer Flugkoffer mit, ja. Also Bordgepäck und da freue ich mich immer, wenn jemand was hat, wo genau das Bordgepäck reinpasst, weißt du, dann habe ich eigentlich die Kamera 1 ist im Bordgepäck 1, die 2 in da. Das ist so, weil wenn du die Reisemobile oft wechselst, dann hast du das Problem, ich wechsle die ja relativ oft, weißt du, dann musst du einen ganzen Ausrad mitnehmen. Dann habe ich immer so gepackte Köfferchen. Okay. So, jetzt hast du viele Oberschränke, die in der Holzfarbe relativ helles Holz, ginge noch heller, aber in Verbindung mit dem Grau. Gibt es da Optionen? Kann man andere Holzer wählen oder gibt es nur das? Ja, da gibt's, im Moment gibt es nur das. Klar, wir haben immer wieder Wünsche. Und ich könnte mir noch was Helleres vorstellen im Cremeton. Aber im Moment sind wir zufrieden mit dem, was wir haben. Darf ich ein bisschen Werbung machen? Wir haben ein neues Projekt in Saarbrücken, das werden wir zeigen. Zusammen mit einem ganz großen Folienhersteller. Okay. Wir können folieren, was hier eine Schande wäre. Denn wir werden gleich mal was zeigen. Denn das Dekor ist hier durchlaufend. Wir können folieren mittlerweile alles, was geht, ohne dass du das siehst. Das ist nicht zu sehen. Und du kannst es dann abziehen und kannst es machen. Das geht. Und das werden wir zeigen, noch dieses Jahr. Cool. Wir werden ein komplettes Wohnmobil umfolieren, ein neues. Ja. Also in komplett zum Beispiel Betonoptik. Also wenn einer sagt, ist mir zu viel Zahnarzt, dann kann er es wieder abziehen, hat er wieder Holz. Ja. Denn ich würde es nicht folieren. Es hat nämlich einen Grund, lieber Peter. Was ist hier so toll? Die Maserung vom Holz oder vom Dekor, dass die komplett, guck, von hier, von der Kurve, komplett durchläuft. Egal, wo du guckst. Ein durchgehendes Holzbild, was du normalerweise nur im Profibereich hast. Die Spaltmaße, hängt da jede Türschepp oder, gut, da sind Häfle-Beschläge drin, da hast du Ausbildung gemacht. Ja, so ist es genau. Also die sind ja Top-Qualität. Wenn man auch nach hinten geht, guck mal die Tür. Das zieht sich durch von oben runter. Hier, diese Tür, guck mal. Siehst du das? Ist doch der Wahnsinn. Da musst du mutig sein, wenn du eine runde Tür mit einem Ausschnitt so eng einbaust, dann, wichtig, Holz arbeitet ja, aber das ist jetzt wahrscheinlich kein Echtholz innen, sondern das geht gar nicht, das wäre auch nicht sinnvoll bei der Größe. Wird dann auch wieder zu schwer dann. Das würde sich auch verziehen, denn dahinter, werden wir euch gleich mal zeigen, da ist tatsächlich ein vollwertiges Bad mit Sitz-Duschmöglichkeit, Toilette, Waschbecken in einem Kastenwagen. Jawohl. Und jetzt gucken wir mal, was da ist. Das, was ich vorher gesagt habe, das Verhüterli für die Toilette, dass du die Toilette nicht immer abtrocknen musst. Diese glatten Wände ist ja kein Problem mit so einem Schaber. Aber die Toilette jedes Mal mit dem Leder abtrocknen, da setzt du dich drauf, tust es nachher aufhängen. Das ist ja auch so ein ganz leichter Persenningstoff. Kommt auf den Bootsbau. Krass. Und hier hast du mitbestellt, das ist Teakholz, echtes Teakholz als Belag. Sieht nicht nur gut aus, sondern hat ein... Pflegeleicht. Du siehst nicht alles. So ist es genau. Und wenn es mal heller wird, das, in Grau verfärbt sich das irgendwann mal, dann nimmst du einen Schrubber und dann kannst du es wieder aufschrubben. Und es riecht nach echtem Holz hier drin. Genau. Nee, das sind so Kleinigkeiten. Du kommst ja aus dem Bootsbau. Die beiden Haken, das sind nicht irgendwelche Klebedinger, die da festgemacht sind. Die sind wahrscheinlich doch geklebt, aber sehen schick aus. Nein, die sind nicht geklebt. Ich habe mich immer gewundert, warum ist so eine komische Spritze da dabei. Du kannst mit Unterdruck ist es fest, du kannst es rausziehen und dann woanders hinsetzen. Das geht? Sagen. Ja. Nein. Jo. Das ist ein patentiertes System. Ja, ja. Die sind mit Unterdruck dran. Ja, ja. Von, sag mal von wem? Wendo. Wenko. Echt, das geht? Ja, da ziehst du es raus irgendwie.
Dreh mal um. Genau. Ja, Leute können ja. Plopp und dann ist weg. Von Vakuum-Lok. Cool, ne? Ich schreibe die mal an, die sollen mir mal ein paar Dinger schicken. Sowas habe ich noch nie gesehen. Ja. Das ist ein Hammer. Ja. Ist echt gut, gell? Das wäre jetzt auch gerade in der Nasszelle, weil ich bohre da nicht gern rein, gell? Also, wenn da nachher was ist. Ist das ab Werk, kommt das? Oder? Das kommt ab Werk, ja. Das kostet ja Geld. Also, ja, die haben da keinen China-Kram, oder? Sag ich doch, guck mal, die Ausstattung an hier, Dometic, Thoma, dann. So, also Dometic Doppel-Kochfeld, was hier mit drin ist. Dann hast du ja hier was Besonderes. Wir haben ja hier noch zwei weitere Betten drin, die werden wir gleich mal enthüllen. Aber wir zeigen ganz kurz mal bitte die Küche, dass du mir nochmal das Kochfeld zeigst. Also wir haben hier einmal die Spüle. Und keine so kleine. Ne, große Pizzateller, Spüle. Da kannst du auch mal Super Teller. So, da kannst du zwei Töpfe drauf machen, einmal 150 mm, 180. Ja. Also, du kannst Nudeln und Soße machen. Gleichzeitig. Gleichzeitig Piezozündung drin. Dann der Kompressor-Kühlschrank von Dometic, aber auch nicht der kleine, sondern schon der große. Den du von beiden Seiten öffnen kannst, was je nachdem auch ganz sinnvoll sein kann, wenn du von der Seite kommst. Ja. Je nachdem. Dann hast du hier einen Kleiderhaken, der kann aber noch mehr. Oder, nee, der kann nicht mehr. Der kann es nicht mehr. Und da ist es bei der Vierbett-Version, ist es jetzt anders. Da ist dann nur unten eine kleine Tür drin, sag ich mal. Ja. Du hast zwar hier auch ein schöner Stauraum, aber nicht so tief, weil da das Bett sitzt. Und da ist die Heizung, ne? Und weißt du, das ist jetzt das Bett, wo nachher oben ist. Gell? Und da unten ist die Heizung. Wir kennen ja das Frostventil hier. Da sitzt die Heizung drin, die E-Heizung, wo serienmäßig ist. Und da unten sind auch die Gashähne. Aber ich habe ja hier eigentlich die Monokontrolle drin. Das heißt, ich kann auch während der Fahrt dann heizen und die Gasflasche offen lassen. Großes Kino. Sollen wir es umbauen? Ja. Sonst spannen wir die Leute zu sehr. Wir haben es ja schon gezeigt in Bern, aber du hast es jetzt wie oft schon umgebaut? Was denkst du? Tausendmal? Ja. Denn auf der Messe, wir haben es aber, wo wir noch ein Kino hatten, da, das war brutal, das war schon Wahnsinn. Aber wir haben jetzt immer zwei Autos auf der Messe, bei einem Auto bleibst du draußen. Auf welcher Messe seid ihr immer? Wir sind immer in Stuttgart, in Düsseldorf und jetzt gehen wir nach München, weil Stuttgart wurde ja ab. Im Februar ist München. Im Februar ist München. Bin ich auch, bin ich vorrätig. Sehr schön, okay. Sehr schön, das ist die Bank. Ja, fangen wir mal an. So, die hat, ich zeig mal vielleicht vorneweg, der Jaschek hat was Besonderes gemacht. Er hat die Gurtschlösser versenkt. Ja. Zeig mal bitte, denn darunter ist ein kleines Element. Ja. Das kannst du rausziehen, darunter sind die Gurtschlösser, damit man nicht mit dem Poppes drauf sitzt. Richtig, genau. Die hat er versenkt und wir haben jetzt zusätzlich, dann war das unser Wunsch von meiner Frau, dass man da was macht, dass man hier nicht so runterfällt in das Loch. Und deshalb haben wir hier eine wirklich bequeme Sitzbank, wenn man nicht fährt. Setz mal drauf, bitte. Dann haben wir hier auch das Isofix. Gell? Das setz mal drauf, dann filme ich dich mal, dass du mal siehst, also wenn jetzt eine Person drauf ist, die hat ultra viel Platz. Das ist wie im First Class, die ist leicht angewinkelt, dass du also nicht da sitzt wie so ein am Schraubstock. Dann hast du noch Beinauflage für große Personen. Das heißt, du kannst sogar die, ich sag mal, dahinter noch ein kleines Kissen legen, kannst es dir noch bequemer machen. Ja. Das geht. Er hat Isofix mit drin, habe ich gesehen. Isofix ist ganz wichtig, dass wenn ich einen Vierschläfer habe und ich habe kleine Kinder und ich möchte Isofix, weil die neuen Kindersitze, habe ich mir sagen lassen, sind fast immer Isofix. Und dann ist es besser, wenn du dann eine Halterung hast für den Sitz. Genau, so. Dann bauen wir um. Jawohl. So, das Kissen nehmen wir wieder raus. So, das war zu schnell. Du musst, ich war auf den Knopf. Du ziehst diesen Knopf. Ich zieh diesen Knopf. So, und dann ziehst du da raus. Ja. So, Schritt 1. Schritt 1. So, dieses Teil liegt auf dem Sitz. Liegt richtig? Auf dem Sitz. Sieht auf dem Sitz auf, verstanden. Das ein bisschen anders einstellen jetzt. So. Dann macht man gerade die Gurtschlösser. Okay. So, weiter. Jetzt geht's weiter. Gut, dann das. Zweiter gezogen. Dann ziehst du das hoch. Ja, dann nehme ich das. Zack. So, dann muss ich da ein bisschen vordrehen. Das war's. So, nochmal. Also zum Verständnis. Ich bin jetzt hier fast gerade. Das kann ich aber gerade machen, indem ich den Sitz ein bisschen tiefer mache. Ja, genau. So, dann liegt
dieses Teil auf diesem Sitz auf. Ja, genau, da haben wir hier auch wieder mal eine Schutzkappe für den Sitz, dass der nicht beschädigt wird. Oben das Leder haben wir hier aus Stoff, man kann es auch so drauflegen, aber das war auch ein Wunsch von uns Händler, wo wir gesagt haben, komm, mach da was drüber, da braucht man dann nicht so arg aufpassen. So, ist jetzt geschützt. So, das liegt da auf. Ich zeige mal gerade die Schutzkappe, die ist da drüber. Jetzt habe ich hier einen richtigen Stahlunterbau. Das ist also kein Experiment. Hier steht 80 Kilo, das ist wahrscheinlich, kann man da auch 85 Kilo wiegen, oder? Ja, also früher hatten wir gar keine Beschränkungen, aber wahrscheinlich hat man das gemacht, um nicht wegen dem Gestell, sondern ganz einfach wegen dem Sitz. Kannst du da mal hoch? Denn du kannst ja jetzt über den Stuhl prima einsteigen. Ja, ich zeig das mal gerade. Mach nur ein bisschen gerade. Gut und da. Genau, da einmal drauf. Meistens wendet sich... Ich habe aber 82. Du hast 82 Kilo. Es hebt noch, gell? Echt? Es hebt noch. Es hebt noch, ist übrigens schwäbisch und ja, heißt... Schlecht ist es auch nicht da oben, gell? Und ich habe ja dann, wenn ich jetzt ein Kind oder eine erwachsene Person habe, wo ein bisschen Angst hat, haben wir ja hier dieses Einsteckmodul noch. Ja. Ja. Das haben wir eben gezeigt, also ein Rausfallschutz, der wird hier reingemacht. Der liegt da unten. Dann kann ich nicht abstürzen nachts, weil es kann ja sein, ich träume einfach mal böse, merke nicht, dass ich schlafe und dann bin ich einen Meter tiefer oder zwei. Ja. Jetzt geht es aber noch besser. Das heißt, also hier habe ich Liegefläche, 1,80 Meter, was habe ich? Nein, sie sind auch, oben sind sie 1,92. 1,92? Ja. Okay, verstanden. So, jetzt. Wobei du natürlich hier auch überlegen kannst, also ich würde fast gerne andersrum schlafen, weil das sehe ich hier durchs Panorama. Mach mal bitte. Dreh dich mal um, dass wir mal sehen, wie viel Platz man dann hat. Dann kannst du also hier die Sterne gucken. Ja, genau. Ist natürlich für die. Ich vorher auch zwei Kopfkissen dahin. Da mache ich morgens auf, blauer Himmel, oh, wunderbar. Oder in der Nacht der Sternenhimmel. Krass. So, verstanden. So, dann bauen wir mal Bett 2 um. So, das Bett 2 ist dann ganz easy. Das ziehe ich jetzt hier raus. Ready. Das war's. Guck mal, das bin ich fast auch fast 1,90, gell? Also mit dem Sitz da, der ist nochmal besser. Ne? Also ich nehme auf jeden Fall den Vierschläfer. Das ist, du hast einfach mehr Optionen. Ja, du hast... Und warte mal, ich zeig dich mal komplett. Das ist ja unglaublich. Leg dich mal rein, bitte. Und leg dich doch mal so, wie du normal liegst. Also du liegst ja nicht ganz gerade. Geh mal ein bisschen weiter runter, bitte. So, das wäre jetzt... Also da sind jetzt die Füße. Nur das wird es mal zeigen. Die liegen da in der Kaule drin. Und da ist der Papa, jetzt ist dein Sohn gerade gekommen. Kannst du mal bitte oben hin, lieber Miljan? Klar. Papa liegt unten. Stell dir vor, deine Mami, die liegt hinten. Du warst mit dem Kopf nach vorne, gell? So, du hast jetzt mehr wie 80 Kilo, oder? So wie du willst. Ja, 85. So, 85 Kilo. So, auch das funktioniert. Gut, der Miljan ist jetzt schon ein Geschütz, muss man sagen. Von der Größe, wie groß bist du? 1,84. Dafür ist es nicht gedacht, nein, muss man sagen. Aber zur Not geht nicht. So, jetzt tausch mal bitte. Wo hast du geguckt? Geht mal nach unten bitte. Ja, unten hat er mehr Platz. Unten hat er mehr Platz. Und der Papa geht mal nach oben. Das ist jetzt extrem. Also wenn du jetzt 4 Personen bist und du hast kleine Kinder, die eine vielleicht ein bisschen größer, so 8, 9 Jahre, die andere so 3, 4 Jahre, das ist ja ein Traum. Ja. So, und jetzt könnte das gehen, Miljan, zur Not? Ne, geht sogar. Ja, absolut. Absolut. Jetzt hast du kein Kopfkissen, muss man auch sagen. Also ja, das ist schon. Ich stelle mir das jetzt vor, du bist jetzt hier in deinem Lieblings-T-Shirt. Mal angewinkelt oder so, ja, dann geht es auf jeden Fall. So, und der Papa oben, der hat gar kein Problem. Ja, leg's mal hin. Ja. Was auch der Unterschied einfach nur mal ist zum anderen Kastenwagen, ist eine Querdinette, da stolperst du immer drüber, kannst nicht aus dem Auto raus. Mhm. Eine Längsdinette ist nur 1,67. Ja. Also wenn du mit 4 Personen unterwegs bist, ist das Beste, oder? Ja, Milja hat ein iPhone. Aber ich habe den Klingelton jetzt auf dem Android. So, ich zeige euch mal. Also das wäre eure Liegeposition. Und jetzt kommt mal beide schnell raus. Jetzt bauen wir um. Zurück. Das macht der Peter, was relativ schnell geht. So, einmal Sitz zurück.
ist schon passiert, ging so schnell, ich konnte es kaum gucken. Das ist wirklich easy. Und dann, was ist zu tun? Einmal zurück, den Sitz oben, dann einklappen. Das ist mit dem Magnet? Ja. Ja, rastet ein. Richtig feste Magnet. Richtig feste. So. Das war's. Das war's. Boah, das ist Rekord. Das war keine Minute. Nee. Ja, das hat er schon ein paar tausend Mal gemacht. Ein paar tausend. Hat er gerade eben erzählt, habe ich gesagt. Aber die Leute wollen es immer und immer wieder sehen. Das hast du auch nicht mal eben kopiert, muss ich sagen. Weil das ist so, Tisch hast du auch, das ist ziemlich cool. Das heißt, den kannst du dann montieren. Oder könntest du auch von hier cool Fernseher gucken? Stimmt. Der Fernseher ist nämlich da oben drin. Da ist eine Vorbereitung drin. Ja. Zieh mal raus, bitte. Mal sehen. Und da kannst du den, das ist ein kleiner Teleskop. Ja, und dann hast du den Fernseher da oben montiert. Ja. Und kannst denn mit einem Fernglas, gut, der ist ein bisschen klein vielleicht für die Entfernung, der ist fürs Bett natürlich noch besser. Fürs Bett ist besser, ja. Ihr habt Beamer schon installiert, so kleine Beamer, die gibt es ja mittlerweile von Apple und Ei. Hammer. Geht, oder? Ja, ja. Also einer hier, einer auf der anderen Seite und dann wieder die Leinwand. Ja. Da brauche ich dann nur hier nochmal eine kleine Verstärkung oben im Himmel drin. Die Lautsprecher sind ab Werk? Die gibt es gegen Option. Gegen Option? Ja. Aber macht ja Sinn, oder? Wenn du da hast Stereo dann direkt oben. Ja, also wenn man zu viert fährt, macht schon Sinn, weil dann können die da hinten auch besser hören und du musst vorne nicht so arg aufdrehen. Du kannst nämlich den Standard Amazon Prime Stick kannst du über Bluetooth koppeln. Weißt du das? Wissen viele nicht. Du kannst einen Prime Stick über Bluetooth koppeln, habe ich gemacht. Kannst du entweder Kopfhörer hören oder kannst vorne das Radio anschließen. Ah, das ist ja cool, okay. Jetzt mal die Frage an den Papa. Kann man denn das Radio umschalten auf die 200 Ampere-Stunden Batterie oder hängt das Radio immer am Bordnetz? Weißt du es? Am Bordnetz. Ja. Das heißt, es geht nach einer Zeit von selbst aus, oder? Leider. Ja, also ich weiß nicht, wie es beim neuen Fiat ist, aber das war allgemein ein Problem, wenn du das Originalradio drin hast, dann schaltet es automatisch nach 20 Minuten ab. So, darf ich eine Empfehlung geben? Ja. Kauft euch von Bose die Bose Mini, dieses Ding. Die ist brutal. Du kriegst zwar keine, also du hast, ich glaube, Wartezeit jetzt 6 Monate im Moment, aber ich habe 2 Stück gekauft. Die neue hat ja USB-C jetzt. Mhm. Das Ding ist so klein und wenn du nicht hinguckst, du denkst, du hast einen riesen Lautsprecher vor dir. Bass mit Hammer. Und das Ding, das habe ich überall im Einsatz. Das ist richtig klasse. Gehst du mal gerade aufs Klo, bitte? Selbstverständlich. Denn wir haben nämlich das Waschbecken noch nicht gezeigt, wenn du das mal gerade rausfährst. Denn der Miljan ist nämlich schön groß. Du bist Meter, was hast du? 84. 84, ja. Also du kannst richtig stehen. Ja, ohne Duschen Probleme. Würde auch gehen. Mach mal die Dusche zu. Mal sehen, ob du die noch zukriegst. So, dreh dich mal um die eigene Achse. Bitte fass dich mal an einem Fuß an. Nee. Wie? Nein, den Fuß hochheben. Ja. So, jetzt kommt was ganz Schönes. Du hast es viel einfacher. Setz dich mal aufs Klo. Mach mal das Ding hoch. Ja. Guck mich mal an, setz dich mal hin und jetzt wasch dir mal die Füße. Jetzt. Ich sag mir die Füße waschen. Nein, ich sag nur, es gibt ja Leute, die waschen sich nie die Füße, aber in einem engen Raum die Füße zu waschen ist fast unmöglich. Ja? Und hier kannst du dich hinsetzen absolut. Ich und hast Platz. Ja. So, also du kannst sowohl dein Geschäft vollrichten als auch machen. Ist es zu eng für dich oder geht's? Nein, überhaupt nicht. Nee, ich habe persönlich schon mal in dem Auto geduscht, also kein Problem. So, ihr habt ganz wilde Sachen schon gemacht. Wart ihr schon im Skiurlaub? Ihr habt ja nicht so weit. Schon, ja. Du fährst gut Ski? Snowboard war ich. Wo fährst du hin immer? An Arlberg. An Arlberg. Ja, genau, da gibt es einen schönen Campingplatz. Ja. Hast du dich mal gut verletzt beim Snowboard? Nee, das war nach dem Après-Ski. Cool. So, guckt euch bitte alle anderen Videos an. Jetzt haben wir schon wieder 48 Minuten. Wir werden jetzt mal eine Serie Carrado mit dir drehen. Das war jetzt der Vierschläfer, auflastbar auf 4,25 Tonnen, wer also den C1E noch machen will. Ansonsten geht's auf 3,5, aber da muss man seriös sagen, der Vierschläfer, wenn du alleine fährst, geht's und nicht viel mitnimmst. Das Wasser ist auch entscheidend. Wie viel Liter Wasser, ist der voll, der Tank denn? Nee, das rechnen wir immer mit 20. 20 Liter? 20 Liter, ja. Also wenn ich alleine den Tank voll mache, das ist schon böse. Aber der kommt, glaube ich, leer, nackt, kommt er mit rund 3 Tonnen und, oder 3,1 so irgendwas. Ja, 3,90. Da ist der Fahrer schon mit drin.
Ja, das ist alles drin, was vorgeschrieben ist. Auch der Dieseltank mit 90%, Frischwasser 20 Liter und 70 Kilo oder was? Ja. Was sind das für Fahrer, die 70 Kilo wiegen? 75. Ja, schaffe ich nicht ganz. Okay. Aber sagen wir so, wenn man den Vierschläfer nimmt und man nimmt mal Enkelkinder mit oder hat noch Kleinkinder, ja. Sagen wir mal bis 5, 6, 7 geht. Müsste eigentlich gehen. Also wie gesagt, wir rechnen es aus. Schön wäre natürlich ein kleiner Anhänger dahinter. Das wäre empfehlenswert. Alles, was schwer ist, in Anhänger rein. Man kann ja so einen Nachläufer nehmen. Weißt du, den gibt es im Baumarkt für 600 Euro. Ja. Anhängerkupplung geht? Ja, gar kein Problem. Was wiegt die? Die Anhängerkupplung, die wiegt 24 Kilo. 24 Kilo. Und wir haben auch viele Motorradfahrer, wo dann einen Anhänger hinten drin haben. Da könntest du natürlich da auch was reinpacken. Im Saarland heißen die Nachläufer. Hast du das schon mal gehört? Nee, die heißen Nachläufer. Aber das sind so diese kleinen, kennst du die mit der Pritsche, Spriegelpritsche, irgendwas? Pritsche weiß ich schon, was das ist. Für 800 Euro bei Hornbach oder so kriegst du die. Mhm. Gibt's Hornbach noch? Ja, aber da darfst du nur 80 fahren. Ja, kannst du 100 machen. Keine Ahnung. Aber ist doch eine Option. Lieber 80 nach Spanien, als an der Kontrolle stehen. Ja. Habt ihr noch Kontrollen hier? Hast du schon mal mitbekommen? Kontrollieren die? Ich glaube, Baden-Württemberg ist ja ganz hart, oder? Toi, toi, toi. Ich bin noch nie kontrolliert worden. So, also liebe Kontrolleure, guckt euch das Gesicht an. Ja. Wenn ihr einen Affinity-Van seht, zieht ihn mal raus, dass er mal das Feeling hat. Aber ich sag mal, der ist ja unauffällig. Das heißt, wenn du Luftfeder hast, da mal eine Tonne reinlädst, die Luftfeder gleicht sie aus, oder? So ist es, genau. Dürft aber nicht machen. Also bitte nur zugelassen fahren. Autos sind schnell überladen, muss man sagen. Also Leute machen da wirklich irre Zeug rein. Also die nehmen sogar einen Wasservorrat mit für 5 Jahre. Das ist mir am Anfang auch so gegangen. Wir waren so gnadenlos überladen am ersten Mal. Mhm. Und du weißt es nicht, wenn du auf die Waage fährst. Ja. Was ist dein Tipp, Schrotthändler? Nee, ich würde einfach, wie gesagt, mir wiegen das Auto oder... Nein, es gibt ja Wagen beim Schrotthändler, meine ich. Also wenn du da drauf fährst oder hier so ein Baustoffhändler, die haben so Wagen, wo du dann drauf fährst. Ja, wir fahren zum TÜV. Zum TÜV, gut. Das gleich in der Nähe. Ja, ich fahr immer zur Firma Valor, die ist ganz nett, bisschen Werbung. Ein Kunde von mir hat sich mal so Platten gekauft, aber die haben dann gar nicht gestimmt. Ja. Weißt du, wo du drauf fährst? Ah, wo du so zweimal drauf hast. Ja. Ja, das Schöne ist, wenn sie dich rausziehen, dann stimmt's. Das ist ja das Problem. Sag mal, du steigst aber aus oder musst dich reinsetzen beim Wiegen? Sind die so fair und sagen, hier, von mir darf aussteigen? Nein, ich mache das so. Nein, wenn, die Polizei. Ach so. Nee, dann musst du aussteigen. Muss aussteigen, ja, dann ist ja leichter, bist du ja dann. Nee, Entschuldigung, ja, dann wahrscheinlich musst du dann drin sitzen bleiben. Ja. Alle. Logisch, macht doch keinen Sinn sonst. Müssen halt alle rein. So, steig mal alle aus, sind wir unter 3,5 Tonnen. Ja. Dann cool. Ja, lässt Wasser aus. So, wir sind in Rottweil. Sollen wir noch mal ganz kurz den Kleiderschrank zeigen? Dann haben wir den auch noch hinter uns. Komm, wir zeigen ihn noch. Und dann guckt euch die anderen Videos an. Da haben wir alles noch mal im Detail teilweise. Ich bin jetzt auch ziemlich K.O. nach 3 Affinities. Aber jetzt kann ich vorstellen, was ihr für einen Job habt. Ihr müsst normalerweise jedem Kunden einzeln das Auto zeigen. Und jetzt das Video erleichtert ja schon Arbeit, oder? Ganz klar. Danke dir. Ich hätte gerne ein bisschen von dem Kartoffelsalat von deiner Oma, den gemacht hat heute. Den hat sie für die Polen gemacht. Den habt ihr aber eigentlich für Affinity gemacht, ja. Ja, den darfst du auch mit. Komm, schau mit. Komm, wir gehen raus. Wir sind in Rottweil. Ich muss einen großen Parkplatz finden für ihn. Gut, wir schenken uns 4 Ducato 8. Haben wir schon gezeigt. Riesendisplay dabei, neues. Haben wir im anderen Video haben wir den sehr ausführlich gezeigt. Tolles Auto, richtig Power mit dabei. 9-Gang Automatik von ZF, Wandlerautomatik. Und hier steht er, der Affinity Van als Vierschläfer, Modelljahr 2022 mit allen Neuerungen. Wir sind in Rottweil, das liegt, habt ihr einen Fluss hier? Nee, ihr seid ziemlich hoch, oder? Über 600. 600 Meter. Ja. Ihr habt Schnee hier, habe ich eben gesehen. Ja. Das ist jetzt schon wieder weggegangen. Wir hatten 10 cm. Ich hab das letzte Mal Schnee gesehen, kurz nach dem Krieg, muss man sagen. Also es ist nicht mehr so. Du musst mal deine Langlaufschienen mitbringen. Echt? Ja, das heißt, ihr habt hier noch Schnee. Lohnt sich der Weg hierher, seit eine Stunde weg von Stuttgart? Man muss schon ziemlich eiern, muss ich sagen, von Saarbrücken. Musst du einmal hier quer durch den Schwarzwald. Ja, das kannst du vergessen. Aber viele fahren einen Feldberg. Ja. Feldberg, genau. Ist der hier in der Nähe? Oder? Ja, eine Stunde von hier. Diese Richtung, Schwarzwald. So, und ihr habt was ganz Besonderes, ich zeige es mal gerade. Ihr habt einen Hausturm, da könnte oben noch ein DAB Plus Sender von uns drauf, aber nein, das ist was ganz Besonderes. Das ist ein 240 Meter hoher Turm, bei dem sich jeder fragt, der nicht weiß, was das ist, wer in Gottes Namen hatte da zu viel Geld.
Also da testet ThyssenKrupp die Aufzüge von morgen auf jeden Fall. Also ich war schon mal oben, ist beeindruckend, die Aufzüge auch. Ja. Ist da ein Loft drin oben? Ist ein Loft drin, ja. Echt? Ja, ja. Da wohnt jemand? Auf jeden Fall kannst, wenn da jemand drin wohnen würde, wäre geil, aber kannst du auf jeden Fall was trinken, essen, was Kleinigkeit. Ne, ist cool. Veranstaltungen sind da auch teilweise oben. So, wir haben ja die Telefonnummer von der Chefin dort. Vielleicht können wir auf der Rückfahrt ja mal reingucken, denn es ist ein ziemlich geiles Teil. Es sieht jetzt so harmlos aus, weil ich einen Weitwinkel habe, aber das Ding siehst du irre weit. Also ich glaube, ich habe das mal 20 Minuten. Ja, ja, siehst du direkt von der Autobahn. Ist brutal. Es gab mal eine Einstellung, da war Nebel und da hast du nur den Turm gesehen. Wenn du von irgendwie oben runter kommst und dann guckst du diesen Turm an, ich weiß nicht, woher ich kam, irgendwie vom Schwarzwald da runter und das war so hart, aber ein bisschen Werbung für Rottweil. Wenn man hierher kommt, hat ein Camper schon, gibt es hier Stellplätze? Ja, ja, 2 Kilometer von uns in die Richtung hinter ist ein Stellplatz. Ja, ja, definitiv, mit denen schaffen wir auch ab und zu zusammen, wenn man die Fahrzeuge ausliefern. Ein Top-Stellplatz, also ein prämierter Stellplatz, 2 Kilometer von hier. So. Wir haben ja dein Ding haben wir schon gezeigt. Die, was war's? Der Glas, das Glasding, was du bekommen hast von Affinity? Den Preis hier. Ja, den Preis da haben wir schon gezeigt. Ja, komm, wir zeigen noch einmal. Also, denn das kriegt man ja nicht laufend. Weil mein lieber Seat-Händler Zirol, der wird nämlich auch Dealer Award genau, bekommen. So, Affinity 2021 Award. Davon gab es wahrscheinlich 100 Stück oder so. Den gab es auch nicht, nachdem du 100 Euro überwiesen hast. Hat den jeder bekommen? Nee, den gab es nur einmal. Oder? Den gab es nur einmal. Ja. Bist du stolz? Sehr stolz. So, und die Chefs von Affinity sind noch da oder sind die schon weg? Die sind noch da. Ja. Werden wir gleich mal zeigen, denn wir haben heute den neuen Duo gefilmt. Mhm. Peter, vielen, vielen Dank und Miljan. Und ihr seid in Rottweil, der Name des Unternehmens? Caravan Life. So, ich zeig's mal. Du hast da hinten einen Aufkleber drauf. Den habe ich da oben. Da ist er. Und da habt ihr alle Daten drauf. Also wenn ihr Lust habt, kommt mal nach Rottweil, Postleitzahl 78628. Aber ich glaube, es gibt nur ein Rottweil, denn das ist wirklich die Wiege des Rottweilers. Der wurde hier, glaube ich, erfunden. Hat irgendein Raumschiff abgeworfen hier in Rottweil und da hieß er Rottweiler. Aber nein, das war mal, glaube ich, ein Metzgerhund, hast du mir erzählt. Ja. Was heißt das, Metzgerhund? Ja, also bei der Metzgerei früher, die haben ja alle fast selber immer gemetzget oder wie sagt man bei uns, geschlachtet. Mittlerweile gibt es ja fast gar nicht mehr, gibt es nur noch Großmetzgereien. Aber viele Metzger haben ganz einfach so einen Rottweiler gehabt. Warum? Und der hat halt immer auch brutal ausgesehen. Und also, damit er niemand einbricht und es gleich klaut. Ja, das ist ein Wachhund, genau. Also wir haben Goldie, das ist halt ein Kuschelhund für Kinder, gell? Aber ja. Metzgerhund. Dieser Metzgerhund, also der Rottweiler, das ist jetzt nicht böse gemeint. Aber heutzutage selbst einer von Affinity hat hier einen Rottweiler geholt, hat ihn nach Polen genommen. In Rottweil? In Rottweil. Es gibt ja auch eine Zucht von Rottweilern. Ja, gibt's. Da gibt es ganz spezielle Züchter. So, Peter, Nothelfer. So ist es. Heute 13. Januar 2022. Wie lange haben wir denn? Fast eine Stunde, aber es hat sich gelohnt. Der Vierschläfer Affinity unter 3,5 Tonnen mit 4,25 Tonnen Optionen. Tschüss, danke Peter, tschüss Miljan. Danke.